Wir haben ein umfangreiches Gesetzgebungsprogramm und das werden wir auch ordnungsgemäß abwickeln mit unserem Koalitionspartner. Auch wenn das manchmal momentan in der Kommunikation etwas schwierig ist. Wir sind sehr, sehr irritiert über die Angriffe seitens der SPD gegenüber unserem Gesundheitsminister. Das ist nicht akzeptabel und das nützt auch im Grunde genommen niemanden. Ich denke, dass diese Koalition eine Erfolgskoalition ist. Wir haben noch mal Revue passieren lassen intern, was wir die letzten fast 4 Jahre bewegt haben. Das ist eine Menge. Da sind sehr, sehr viele gute gemeinsame Projekte dabei. Und es ist schade, dass das jetzt von der SPD kleingeredet wird durch unnötige Angriffe. Und insofern haben wir da sicherlich auch noch einiges zu bereden. Dass man, wenn man erfolgreich nach vorne schaut, dass man, wenn man geschlossen ist, auch was erreichen kann, das hat Rainer Haseloff gezeigt. Einen herzlichen Glückwunsch nochmal von meiner Seite nach Sachsen-Anhalt, nach Magdeburg. Das ist ein ganz, ganz tolles Ergebnis, was unsere Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, was Rainer Haseloff da erreicht hat. Es gibt uns aber auch Rückenwind für den Bund. Es ist auch ein gutes Ergebnis für die CDU. Und Markus Söder hat in dem Wahlkampf auch mitgewirkt. Es ist ein gutes Ergebnis für CDU und CSU. Und darauf wollen wir jetzt aufbauen und wollen auch thematisch gut in die Sommerpause hineingehen. Und Sie wissen, ein Schwerpunkt unserer thematischen Arbeit ist die Modernisierung unseres Staatswesens, ist der Neustart. Da werden wir in dieser Woche ein Positionspapier zu verabschieden. Maßgebliche Autorin ist neben vielen, vielen anderen bei uns in der Fraktion Nadine Schön. Und Nadine Schön wird dazu berichten und wird Ihnen auch noch mal was zu dem Thema Kinderrechte sagen. Ja, vielen Dank. Das Thema Staatsmodernisierung ist ein Schwerpunkt. Wir wollen den Neustart, das heißt, wir wollen eine umfassende Strukturreform von Staat und Verwaltung in der nächsten Legislaturperiode. Und dazu legen wir mit unserem Papier Neustart eben auch ganz konkrete Vorschläge vor. Worum geht es? Wir wollen, dass der Staat agiler, schneller, einfacher, digitaler und auch krisenfester wird. Und dazu gibt es eben ganz konkrete Vorschläge. Wir wollen die internen Strukturen ändern. Wir setzen dabei vor allem auf den Faktor Mensch, auf die Menschen in der Verwaltung, die mit modernen Methoden arbeiten sollen, die mit digitalen Werkzeugen arbeiten sollen, die vernetzter arbeiten sollen als bisher, nicht immer in den strengen Silos der Ministerien, sondern ministeriumsübergreifend Probleme angehen und lösen. Wir wollen Schnittstellen auch über die verschiedenen staatlichen Ebenen besser schaffen, über Bund, Länder und Kommunen besser zusammenarbeiten. Und auch dazu gibt es ganz konkrete Vorschläge. Und wir wollen vor allem auch die Impulse von außen in die Verwaltung holen. Wir haben in dieser Legislaturperiode viele gute Ansätze. Mit Digital Services for Germany haben wir eine Inhouse GmbH des Bundes gegründet, die moderne Methoden in die Verwaltung bringt. Mit den Hackathons bringen wir die Methode Open Social Innovation in die Verwaltung. Das heißt, wir wollen die Impulse, die aus der Zivilgesellschaft kommen, nutzen, um die besten Lösungen in unseren politischen Themen zu finden. Und all das sind gute Ansatzpunkte. Das wollen wir größer machen in der nächsten Legislaturperiode mit einer großen Staats- und Verwaltungsreform. Und wir fangen nicht bei Null an. Wir haben in dieser Legislaturperiode ganz viele entscheidende Gesetze auf den Weg gebracht. Die Registermodernisierung, das Onlinezugangsgesetz. Wir haben sehr viel Geld zur Verfügung gestellt, damit die Verwaltung digitaler und schneller werden kann. Und darauf wollen wir eben aufsetzen. Das ist ein großes Projekt für die nächsten Jahre. Und wir setzen darauf, dass wir zum einen vieles davon ins Wahlprogramm bekommen und dann in der Bundestagsfraktion in der nächsten Legislaturperiode ganz vieles auf den Weg bringen können. Zum Thema Kinderrecht und Grundgesetz will ich aber auch noch 2 Sätze sagen. Wir mussten gestern Abend leider feststellen, dass wir mit dem Koalitionspartner und vor allem mit der Opposition nicht zu einer Einigung kommen. Wir haben einen Vorschlag, einen geeinten, der ist durchs Kabinett gegangen und auch im Bundestag in der ersten Lesung verabschiedet. Und den sind wir auch bereit, in der 2. und 3. Lesung zu verabschieden und durch den Bundesrat zu bekommen. Und wir haben 10 Verhandlungstermine gehabt mit der Opposition. Und Ministerin Lamprecht hat nach den ersten 7 Terminen aus diesen Diskussionen nochmal einen Einigungsvorschlag vorgelegt. Und auch den sind wir bereit, als Union mitzutragen. Ich habe den Eindruck, der Opposition geht es weniger um die Kinderrechte ins Grundgesetz, sondern darum, dass sie ein Thema für den Wahlkampf haben. Denn es gibt 2 konkrete Einigungsvorschläge und jedem muss klar sein, dass auch in den nächsten Jahren keine Grundgesetzänderung ohne die Union zu machen ist. Wir haben eben sowohl im Bundestag als im Bundesrat auch eine entscheidende Mehrheit
Wir wollen die Kinderrechte im Grundgesetz haben. Wir haben Vorschläge gemacht und wir sind immer noch bereit, diese beiden Vorschläge einzubringen, wenn Opposition und Koalitionspartner sich dazu entscheiden würden. Ja, und ansonsten geht es noch um die epidemische Lage von oder pandemische Lage von nationaler Tragweite. Das würden wir gerne verlängern. Und um da das ein oder andere Missverständnis auch auszuräumen, es geht nicht um die sogenannte Bundesnotbremse, die läuft am 30.06. aus, sondern es geht um die Verlängerung der epidemischen Lage. Und das ist erstmal für sich keine Grundrechtseinschränkung, sondern Grundrechtseinschränkungen werden dann von den Ländern vorgenommen in dem Ermessen, in der Verhältnismäßigkeit, die auch jederzeit wieder von Verwaltungsgerichten überprüft werden kann. Aber angesichts der Tatsache, dass immer noch eine Menge Menschen erkranken, viel mehr als im letzten Sommer, dass immer noch viel zu viele Menschen sterben, angesichts der Tatsache, dass wir Virusmutationen haben und angesichts der Tatsache, dass an dieser epidemischen Lage vom Impfen über Reisebeschränkungen bis auch zu anderen Sachen im sozialen Bereich viele, viele Dinge dranhängen, halten wir es für angemessen und richtig, diese epidemische Lage bis in den September hinein zu verlängern. Hoffentlich sind wir dann in der Lage zu sagen, dass die Pandemie überwunden ist. Und ansonsten, wenn es denn so sein sollte, dass im Sommer alles gut ist und dass alles klasse ist, dann ist auch immer noch die Möglichkeit, dass der Deutsche Bundestag das früher dann abbricht. Aber diese Entscheidung ist ein wichtiger Rahmen, damit unsere Behörden, die diese Pandemie bekämpfen, auch weiterhin flexibel handeln können. Vielen Dank. Kommen wir nun zu Ihren Fragen. Frau Schwietzer vom Mitteldeutschen Rundfunk, bitte. Ja, auch an Sie, Herr Brinkhaus, noch mal die Frage zu den Kinderrechten noch mal nachgehakt. Frau Lamprecht wirft ja der Union vor, dass Ihnen der Wille zur Einigung fehlen würde. Ist das jetzt ein Schwarze-Peter-Spiel oder wo konkret dran scheitert es tatsächlich? Steht ja immerhin im Koalitionsvertrag. Naja, wir haben eine Einigung mit Frau Lamprecht, die übrigens Frau Lamprecht auch mitgetragen hat, weil es ja durch das Kabinett gegangen ist. Aber wir haben auch das Gefühl, dass da manchmal von ihr über Bande gespielt worden ist, dass sie nämlich das, was sie dann im Kabinett nicht erreicht hat, jetzt versucht, über die Opposition zu erreichen. Ich glaube, wir hätten eine Einigung hingekriegt, wenn der Wille auf allen Seiten da gewesen ist. Der ist nicht da gewesen, das ist bedauerlich. Wir werden weiter an diesem Thema arbeiten, wir werden weiter Vorschläge machen und wir sind optimistisch, dass wir das dann in der nächsten Legislaturperiode vielleicht dann auch mit jemand anders durchkriegen. Vielen Dank. Herr Blank von der Deutschen Presseagentur, bitte. Herr Brinkhaus, Herr Dobrindt hat heute Vormittag gefordert, doch nochmal in die Verhandlungen einzusteigen zum Thema Kinderrechte. Dem geben Sie keine Chance? Oder ist das eine Möglichkeit, dass man tatsächlich jetzt noch in dieser Legislaturperiode vielleicht dazu eine Einigung kommt, wie auch Frau Schön gesagt hat? Also wir haben zwei Einigungsvorschläge vorliegen und jetzt gilt es darum, entsprechend zu springen. Wir waren flexibel als Unionsfraktion. Und wir haben uns bewegt, jetzt geht es auch darum, dass andere sich bewegen und es kann nicht sein, dass man also nur in eine politische Verhandlung reingeht und sagt, wenn ich meine Sachen nicht durchkriege, dann läuft das nicht. Nochmal die Nachfrage dazu, werden Sie noch einen Vorstoß machen und nochmal auf die Opposition zugehen und sagen, lass uns nochmal an einen Tisch setzen jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen? Also wie gesagt, also wir haben zwei Vorschläge vorliegen und wir haben die Verhandlungen nicht abgebrochen und wir sind auch gerne bereit, weiter für diese Vorschläge zu werben. Sie sind ausgewogen und sie sind vernünftig und insofern ist da an dieser Stelle nicht der Ball bei uns. Vielen Dank, Herr Bäseke vom Weltfernsehen, bitte. Heute RTL-NTV, aber es ist nicht so wild. Herr Brinkhaus, zwei kurze Fragen. Das Erste, Sie sprachen die Maskendebatte gerade an. Wie soll man die jetzt eigentlich beenden? Da ist ja von Rücktrittsforderungen bis die SPD soll sich entschuldigen und über einen Sonderermittler, den die FDP fordert, alles drin. Also wie geht dann das bestenfalls oder schlechtestenfalls zu Ende? Und die zweite Sache, Rente mit 68 ist so ein Vorstoß, eine Idee, erstmal noch, ich glaube, beheimatet im Wirtschaftsministerium. Ist das auch eine CDU-Position? Kann man da Klarheit schaffen? Es ist nicht beheimatet im Wirtschaftsministerium, es ist von Experten, die das Wirtschaftsministerium beraten, ins Spiel gebracht worden. Wir arbeiten jetzt erstmal daran, dass die Rente mit 67 auch entsprechend umgesetzt wird. Es ist ja so, dass die Jahrgänge da auch jetzt langsam reinwachsen. Wir möchten, dass also auch eine höhere Flexibilität da ist beim Renteneintritt. Wir müssen uns darum auch bemühen, dass ältere Menschen überhaupt die Kraft haben, entsprechend arbeiten zu können. Da sind viele, viele Maßnahmen auch lebenslang für notwendig. Und deswegen stellt sich diese Frage für uns momentan nicht.
Das ist alles so gesagt. Wir werden dazu auch eine Aktuelle Stunde im Deutschen Bundestag haben. Also ich glaube mal, bevor man mit irgendwelchen Behauptungen in die Öffentlichkeit geht, sollte man das also erstmal vorher überprüfen. Und vielleicht ist es ja auch möglich, dass man dann einfach mal jemanden anruft und sagt, sag mal, wie sieht denn das aus? Kannst du mir das erklären? Und ich glaube mal, ein bisschen mehr Kommunikation hätte dazu geführt, dass da weniger öffentliche Aufregung da ist. Und ich glaube auch, die SPD-Parteivorsitzenden haben die Telefonnummer unseres Gesundheitsministers. Zu Ihrer Frage bitte. Ja, Schröder, dpa, doch nochmal eine Frage zu der Maskenaffäre. Inwiefern könnte das denn jetzt doch noch die letzten Wochen der Koalition beeinträchtigen? Ach, wir sind da krisenfest und wir haben also schon so manches überstanden. Insofern kriegen wir das auch noch hin. Und Rolf Mützenich und ich sind uns einig, dass wir die letzten Wochen so zu Ende bringen, dass wir die Projekte, die wir uns gemeinsam vorgenommen haben, auch zu einem guten Abschluss führen.